Da hinten läuft einer. Das ist, glaube ich, ein Alien. Das ist einer von diesen. Das ist der Alien. Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Station. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig gehypt auf das Spiel. Und ich bin echt gespannt, was uns noch hier erwartet. Und so wie ich die Bewertungen und die Views und auch die Kommentare der letzten Parts an so beobachtet habe, glaube ich, dass ihr auch ziemlich gespannt seid, was hier abgeht. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, hey, ich finde es echt mega krass, wie ihr mich da supportet, was das betrifft. Und das motiviert mich einfach wirklich mega, um weiterzumachen. Und ich rede schon wieder viel zu viel. Lasst uns anfangen. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, kurz vor dem Labor, was ja explodiert ist. Und ich habe schon mal so leicht angeteasert, dass da hinten eine Leiche liegt. Und lasst uns mal zusammen herausfinden. Lasst mal kurz gucken. Unsere... lasst mal kurz herausfinden. Ah ja, genau. Welche... wen müssen wir noch finden? Silas und Mila, genau. Ich bin gespannt, wer von den beiden das sein wird. Schauen wir doch mal nach. Und wer ist das wohl? Silas, okay. Okay, okay, dann hören wir doch mal an, was die zu sagen haben noch. Mila, I can't erase the data fast enough. I have to destroy the lab. The mission is over, Silas. Ah, da ist Silas und Sila, Entschuldigung. They can't know what we were doing here. We can find another way. We can still get out of this. They're nearly inside. Goodbye, Mila. Oh shit. Okay, also hier ist echt ganz schön was passiert. Und ich habe hier hinten auch noch jemanden liegen sehen. Ich frage mich, ob das einer von diesen Außerirdischen sein soll, einer von den Aliens. Also wir sehen auf jeden Fall, der hat leicht humanoide Züge. Also leicht. Er sieht doch recht menschlich aus, nur technologisch um einiges weiterentwickelt, glaube ich. Wenn man nur den Helm vergleichen, der sieht schon wirklich krass aus und auch sitzt viel enger. Und ich glaube, der ist schon um einiges agiler mit dem Raumanzug als unsere Leute hier. Bin mal gespannt, was wir da noch herausfinden. Und wer das hier ist? Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube aber nicht. Es ist auch allgemein relativ dunkel. Ich sehe fast gar nichts. Oder nicht viel zumindest. Das letzte Mal standen wir hier auf der anderen Seite. Genau, da geht's zur Brücke. Okay, ich glaube, dann müssen wir aber... Von da sind wir gekommen. Dann müssen wir hier langsam raus. Ah, das sieht aus wie so ein Entkontaminierungs-Zwischenraum. Ja, wo man sich so die Hände waschen kann. Handtrockner, sicher noch so Desinfektionsmittel und so. Ja. Okay. Oh. Da hat einer geschrien. Also es kann ja fast nur Mila gewesen sein. Die anderen zwei sind ja schon tot. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube, das kam von hier hinten. Überall die Türen sind gesperrt. Oh, hier. Da ist aufgebrochen. Ist das das? Milas Office. Ah ja, genau, das ist der ihr Büro. Das sollen wir ja mal erkunden. Oder? Zeig mal. Genau. Unter die Lupe nehmen sollen wir das. Boah, die Bilder sind auch ziemlich geil. Guck mal, das sieht aus wie ein Todesstern dahin im Hintergrund. Sicher von Ikea. Oh, hier oben liegt einer. Eine, das ist Mila. Scheiße. Oha, was ist denn der passiert? Und hier ist so violettes Blut. Scheiße. Hä? Der Selbstzerstörungsmodus hat sich aktiviert. Verdammt, um wie viel Zeit haben wir noch? Scheiße, ich glaube, wir sollten der Blutspur hier folgen. Scheiße. Nichts wie raus hier. Den müssen wir irgendwie ausschalten, nehme ich mal an, oder? Hier ist die... Ey, das ist einer von diesen Alien-Dingern. Guck, hier liegt ihm sein Helm. Krass. Hier rein ist der gegangen. Das sieht irgendwie aus wie so ein Relaxing-Room oder so. Mila, I must confess my insubordination. I had no intention to obey an order to separate us. I said...
what I had to, so that we might be together on this mission. I had Aiden build this place outside the eyes and ears of Axiom. Here, I can finally say, irrevocably, I love you. Oh shit, okay. Also eine ganz schön traurige Geschichte hier eigentlich. Die hat noch überhaupt gar keine Chance gehabt. Folgen wir mal weiter noch der Blutspur. Da hinten läuft einer. Das ist, glaube ich, ein Alien. Das ist einer von diesen. Das ist der Alien. Scheiße, der will abhauen. Da sind Rettungskapseln. Wir müssen den aufhalten. Fuck. Nein. Oh shit. Also auf jeden Fall leicht humanoid. Mit so Verfärbungen. Okay. Status ready. Ich glaube, wir müssen das Schiff verlassen. Okay, okay, dann gucken wir mal nach. This is Captain Mila Alexa of the Esquire. Oh Scheiße, was ist das? Shortly after we were discovered and boarded. The crew is dead. All our mission data. Nein! Das ist einer von unseren Leuten. We're not compatible. Forget the humans. Forget about Earth. You can't let them find us. Der weiß ja überhaupt gar nicht, dass das Ding gleich in die Luft fliegt. Oh shit, da sind ja noch viel mehr. Die sind natürlich jetzt alle dahin geflogen. Die wollten natürlich abchecken, was da los ist. Nein, und jetzt ist das Ding explodiert. Oh, scheiße. Ja, die sind im Arsch. Shit. Okay, können wir noch irgendwas machen? Ah, oh, okay, das war's. Ja, kurz und knackig, würde ich mal sagen, ne? Wirklich geiles Spiel. Wirklich, wirklich, wirklich gutes Spiel. Wirklich Props an die Entwickler. Das Spiel hat mir echt mega gut gefallen. Allein die Atmosphäre schon in dem Spiel, die Musik und das Handling von der Steuerung, die Grafik, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch die kleinen Rätsel fand ich wirklich gut. Ich habe eigentlich fast nichts auszusetzen an dem Spiel, weil, es hat auch wirklich eine angenehme Länge. Ich meine, man muss ja nicht immer nur Spiele spielen, die 50, 60 Parts lang gehen, ne? Das ist, finde ich, wirklich geil. Und ich werde auch sicherhin in Zukunft noch weiterhin Ausschau nach solchen Spielen halten. Und auch an der Stelle wollte ich mich nochmal bei euch bedanken, Leute. Ich fand es mega geil, wie ihr mich supportet habt die letzten paar Tage bei dem Projekt. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass das so gut ankommt. Vor allem für meine Verhältnisse von meinem Kanal. Ich bin ja noch nicht so lange auf YouTube. Und die Klicks sind wirklich bei dem Projekt für meine Verhältnisse durch die Decke sozusagen ein bisschen gegangen. Und echt hätte ich nicht gedacht, und es hat mich wirklich mega gefreut, die Leute zu sehen, die meine Videos kommentieren. Ich sehe auch Leute, die es immer wieder tun, und auch an die vielen, vielen Dank. Ich lese eure Kommentare, das wisst ihr, und ich tue drauf eingehen, und das ist einfach das, was mich motiviert. Das ist das, was mich dazu bringt, abends nach der Arbeit, nach 9 Stunden Arbeit, mich noch hinzusetzen und noch Parts aufzunehmen, mit euch zusammen einfach Videos machen zu können und wie gesagt, auf die Kommentare, die ihr mir gebt, eingehen zu können und mit euch zusammen neue Spiele auszusuchen, die mal anzuzocken, und das motiviert mich halt wirklich. Genau, und ja, ich denke, das ist es jetzt langsam. Ich glaube, ich melde mich jetzt langsam over and out für das Projekt. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart, und auch vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende auch dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Projekten mit dabei seid. Und genau, falls ihr an dieser Stelle auch noch nicht das Projekt von mir, wie heißt, Fallout kennt, ich tue das mal oben in der Infobox verlinken. Das ist relativ ähnlich, das ist auch so Science Fiction, ein bisschen düsterer noch, Erkundung mit so ein paar Rätseln. Vielleicht ist das auch was für euch. Schaut euch das mal an. Das habe ich auch vor 3-4 Tagen den ersten Part hochgeladen. Da sind auch jetzt 2-3 Parts inzwischen schon online. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.